machen wir viel Bällchen. So. Wir können mal da sitzen. Sei Gott alle Zeit, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander beten, wie es auf der Rückseite des Programmheftes abgedruckt ist. Wir sprechen gemeinsam. Allmächtiger Gott, du Urheber und Freund des Friedens, wer dich kennt, hat das Leben, wer dir dient, hat Anteil an deiner Herrlichkeit. Behüte uns in allen Gefahren des Krieges und schenke uns Frieden, damit wir keine Waffengewalt mehr zu fürchten brauchen. Darum bitten wir dich, Gott, unseren gemeinsamen Vater und Bringer des Friedens. Amen. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Und habe die Freude, uns Musik anzukündigen von Gitarrist Fedor Volkov aus der Ukraine. Er lebt aber schon seit 2002 hier in Mechern. Ich glaube, es haben mich alle gehört und verstanden. Das Mikro am Ambo benutzen, das wird aufgenommen. Also noch einmal, Musik von Fedor Volkov, Konzertgitarrist. Er stammt aus der Ukraine, lebt seit 2002 hier in Mechern. Wir freuen uns, dass er dieses Friedensgebet musikalisch gestaltet. Herzlichen Dank dafür. Thank you.
links am Ambo. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Geistliche und Vertreter anderer Religionsgemeinschaften, werte Gäste, ich bin sehr froh darüber, dass Sie heute Abend so zahlreich hier erschienen sind, um gemeinsam dafür zu beten, dass Frieden einkehrt, Frieden in der Ukraine. Wer hätte das gedacht, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und den kriegerischen Auseinandersetzungen im auseinanderbrechenden Jugoslawien nochmal ein großer Eroberungskrieg in Europa stattfindet, in dem ein großes Land versucht, seinen kleineren Nachbarn zu überfallen, ihn seiner nationalen, seiner historischen, aber vor allen Dingen kulturellen Identität zu berauben. Ich denke, gerade von dem Hintergrund ist es wichtig, dass wir hier alle ein Zeichen setzen. Und der Fedor, den ich auch schon lange kenne, hat ja, denke ich, weil er aus der Ukraine kommt, hat mich schon öfter mit ihm unterhalten. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir die Menschen in der Ukraine unterstützen. Ich finde, es ist ein starkes Zeichen, dass von diesem interreligiösen Gebet hier in Mechanisch ausgeht. Hier bei der Communio kommen Geistliche und Gläubige aus den unterschiedlichsten Konfessionen zusammen, um, ich sage das schon, für Frieden in der Welt, aber insbesondere in der Nachbarschaft, in der Ukraine zu beten. Hier kommen Menschen zu einem Fest der Begegnung zusammen, um aus ganz unterschiedlichen religiösen Traditionen heraus ein starkes Zeichen des Friedens zu setzen und die Menschen dort draußen in den Krisenregionen aufzufordern, gebt euch die Hand, vertragt euch. Es ist das erste interreligiöse Friedensgebet, das in Mechanisch mit Vertretern verschiedenster großer religiöser Gruppen stattfindet. Ich möchte der Communio sehr herzlich für die Initiative zu dieser Veranstaltung danken. Danken möchte ich auch für die hervorragende Organisation des heutigen Tages der Begegnung. Es ist, so finde ich, eine Bereicherung für unsere Stadt. Gleichzeitig möchte ich Sie alle herzlich in unserer schönen Stadt begrüßen. Pater Amann hat mich darüber hinaus gebeten, den mir nachfolgenden Redner besonders zu begrüßen. Die anderen werden von Schwester Litwina begrüßt. Es ist Vater Roman Borodetsky von der ukrainisch-griechisch-katholischen Gemeinde in Aachen. Vater Roman Borodetsky stammt wie Fedor aus der Ukraine und ist bereits vor 7 Jahren zum Theologiestudium nach Deutschland gekommen. In einem Domradio-Bericht über ihn ist nachzulesen, dass er sich seit seiner Priesterweihe im Juni 2022 als griechisch-katholischer Seelsorger in Aachen und im Eifelort Heimbach um seine Landsleute, aber vor allem um die vor dem Krieg Geflüchteten kümmert. Er wird gleich mit uns über seine ganz persönlichen Erfahrungen sprechen, Erfahrungen, die geprägt sind, die beeinflusst sind von diesem fürchterlichen und sinnlosen Angriffskrieg Russlands auf sein Heimatland. Auch hier in Mechanisch leben mittlerweile sehr viele Ukrainer und Ukrainer. Wir haben sie, so finde ich, überwiegend sehr herzlich aufgenommen. Das mag man auch daran bemessen, dass viele Flüchtlinge privat untergebracht sind und ich weiß, dass auch bereits viele tiefe Freundschaften aus einem eigentlich tragischen Ereignis erwachsen sind. Die Solidargemeinschaft hat hier in Mechernich zusammengestanden, worauf ich als Bürgermeister dieser Stadt natürlich sehr stolz bin. Aber die Bevölkerung der Ukraine musste und muss immer noch sehr viel Leid erfahren.
Daher wünschen wir uns doch alle so sehr, dass dieses Leid endlich ein Ende hat. Wir alle hoffen, dass die Waffen in der Ukraine endlich schweigen, auch wenn uns die täglichen Nachrichten kaum anders zu dieser Hoffnung geben. Gerade deshalb bin ich sehr froh darüber, dass wir heute zu diesem Friedensgebet zusammengekommen sind. Es ist ein starkes Zeichen, so finde ich, ein starkes Zeichen für den Frieden, der von uns, der heute für uns von Mechernich ausgeht. Schwester Litwina hat mir zur Vorbereitung auf den heutigen Tag geschrieben, wir haben einen Gott. Aus den unterschiedlichsten religiösen Traditionen beten wir um Frieden in der Ukraine und allen Kriegsgebieten auf der Welt. Dem, so finde ich, ist nichts hinzuzufügen. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, mit Ihnen und unter Ihnen zu sein. Als die Schwester Litwina mich gefragt hat, ob ich bereit wäre, ein paar Worte zu sagen zum Thema Frieden, da war ich irgendwie ein bisschen überrascht und dachte mir zuerst, boah, was werde ich hier sagen? Aber ja, ich möchte meine Ansprache oder eher meine Gedanken mit einer Frage beginnen, nämlich, was ist Friede? Wir hören oft, nicht nur in einem Gottesdienst, Friede sei mit euch, Friede sei mit dir, Shalom, Assalamu alaikum oder auf Ukrainisch Mir vam. Viele Menschen denken, dass Frieden die Abwesenheit von Krieg ist. Es stimmt auch, ich als Ukrainer habe einen großen Wunsch, dass in meinem Land, aber auch überall auf der Welt Frieden herrscht und dass es keine Kriege gibt. Aber Frieden ist mehr als das. Frieden bedeutet auch gute Beziehungen zwischen den Menschen, wenn wir uns nicht gegenseitig anlügen, keinen Gewinn anstreben und nichts Böses wollen und wünschen. Frieden ist, wenn wir eine positive Atmosphäre schaffen, in der wir bewusst beginnen, andere zu respektieren, sie zu lieben, ihnen Gutes zu wünschen und auch Gutes zu tun. Genau Umgekehrtes passiert leider in der Ukraine. Genau das ist der Grund, warum man einen Angriffskrieg beginnt und führt. Die Kriegstreiber respektieren andere nicht. Sie wünschen Böses statt Gutes und hassen statt lieben. Sie erhöhen sich über die anderen und meinen auch, besser zu sein. Sprich Russisch oder stirb, stand es auf der kugelsicheren Weste eines getöteten russischen Soldaten. Der Mensch wurde von Gott zum Frieden geschaffen, der ein Zeichen für die Gegenwart und das Wirken des Geistes ist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit, heißt es im Galaterbrief. Trotz seiner durch die Sünde gefallenen Natur strebt der Mensch ständig nach diesem Frieden, auch wenn er ihn nicht immer zu schaffen vermag. Die byzantinische Liturgie beginnt mit einer Reihe von Bitten um Frieden. In Frieden lasst uns beten zum Herrn, um himmlischen Frieden und das Heil unserer Seelen und dann um den Frieden der ganzen Welt, um das Wohl der Kirchen Gottes und um die Einheit aller, lasst uns beten zum Herrn. Ich war zum letzten Mal in der Ukraine im Januar 2022. Man sagte schon im Fernseher, dass Russland seine Kampfflugzeuge, Panzer und Truppen in der Nähe von den ukrainischen Grenzen stationiert hatte. Ich war aber ein bisschen skeptisch und sagte dann, dass Russland es nicht wagen wird, die Ukraine zu überfallen. Es kann ja sowas im 21. Jahrhundert nicht mehr passieren. Ich bin dann Ende Januar mit meiner Frau zurück nach Deutschland gekommen. Vielleicht noch kurz, in der griechisch-katholischen Kirche darf man auch als Priester heiraten, vor der Priesterweihe. Und dann sind wir beide nach Deutschland gekommen. Wir waren beide in Eichstätt und da haben wir beide studiert. Dann bin ich am 24. Februar in der Früh, so gegen 5 Uhr aufgewacht,
mit einem sehr komischen Gefühl. Ich griff dann nach meinem Handy und wollte die Nachrichten gucken, kontrollieren. Und dann die erste Nachricht war, die Ukraine wurde von Russland überfallen. Mehrere Raketen haben die Flughäfen zerstört. Russische Truppen gehen in die Richtung Kiew. Ja, große Angst hat mich ergriffen. Der erste Gedanke war, was ist mit meiner Familie, meine Eltern, meine Schwester, die sind jetzt alle in der Ukraine. Was ist jetzt mit meiner Schwester, die arbeitete gerade am Flughafen in Lviv, in Lemberg. Was ist mit der Mutter von meiner Frau, die in Ivanov von Kiewsk wohnt, 2 Kilometer von dem Flughafen entfernt. Und auch der Onkel von meiner Frau, der wohnt gerade an der Landebahn, da, wo die Raketen einschlugen. Ich habe dann meine Frau geweckt und sagte, hör mal, es ist etwas passiert, aber bitte keine Panik. Und meine Frau war zu diesem Zeitpunkt im 9. Monat schwanger. Russland hat die Ukraine überfallen und die Raketen haben den Flughafen in Ivano-Frankivsk zerstört. Sie hat sofort versucht, die Mutter zu kontaktieren, anzurufen, keine Antwort. Sie verstehen schon, was für die Gefühle und was für die Gedanken in diesem Moment kommen. Ich habe dann auch meine Mutter angerufen, meine Mama und mein Vater, die waren beide im Auto. Sie fuhren nach Lviv, um meine Schwester abzuholen. Sie wurde dann um 5 Uhr in der Nacht von dem Alarm geweckt und der Chef vom Flughafen hat sie angerufen. Hör mal, Anna heißt sie, fahr doch nach Hause. Also meine Mama und Vater sind dann Richtung Lviv gefahren und dutzende Panzer fuhren aus Lviv Richtung Norden, zur belarussischen Grenze. Alle Tankstellen wurden überfüllt, mehrere Kilometer von Autos in der Schlange, um etwas Sprit zu bekommen. Dann meldete sich die Mutter von meiner Frau, sie waren alle im Keller und es gab ja keinen Empfang. Ja, zuerst Erleichterung. Der Onkel mit 3 Kindern ist auch mit ihr. Kinder weinen und haben große Angst. Sie waren draußen und wollten gerade in das Auto einsteigen, um zur Schule zu fahren, als dann die Rakete in den Flughafen einschlug. 500 Meter entfernt von ihnen. Es war Chaos und Angst. Angst am ersten Tag, dass es keine Ukraine mehr gibt oder geben wird. So war auch der Wunsch von Putin. Es war einer der schlimmsten, wenn nicht der schlimmste Tag in meinem Leben. Tausende Soldaten, Zivilisten, Freunde und Bekannte von mir sind in diesem Krieg getötet worden. Schon fast 18 Monate dauert der Krieg. Viele Männer und Frauen verteidigen seit 529 Tagen ihr Land und verbringen mehrere Monate in kalten Schützengraben ohne Familie, oft ohne Essen, genug Trinken und auch oft ohne genügend Medikamenten. Aber Krieg hat auch vieles geändert. Als der Krieg ausbrach, sagten viele Menschen ganz offen, dass die Ukraine niemals aufgeben wird und niemals in die Vergangenheit zurückkehren würde. Die Veränderungen, die stattgefunden haben, sind unumkehrbar und es wird keine Rückkehr zur post-sowjetischen Realität geben. Selbst in Russland sagt man, dass Russland die Ukraine mit dem Beginn eines Krieges gegen sie für immer verloren hat. Außerdem haben viele Ukrainer erst jetzt erkannt, dass wir ein anderes Volk sind, dass wir uns verteidigen und unsere eigene Zukunft aufbauen müssen, dass es an uns liegt, zu bestimmen, was für ein Land die Ukraine sein wird. Denn jetzt hängt es nicht mehr von Russland ab, sondern in erster Linie von uns selbst. Ukraine bestimmt jetzt allein, in welche Richtung wir uns bewegen. Ukraine ist ein europäisches, ein unabhängiges, ein demokratisches und freies Land. Und ich wünsche uns allen, dass bald wieder der Frieden herrscht und die Krise wieder nur eine grausame Geschichte ist. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Thank you.
Versucht, die Kontakte zu knüpfen zu den unterschiedlichen Geistlichen, die wir bis auf Pater Wieslaw und Michael Stöhr und Frau Salentin und den Herrn Klöser noch nicht kennen. Aber ich bin Pater Ammann sehr dankbar, dass er diese Idee gehabt hat und aus dem Prozess, der zu diesem Tag heute geführt hat und der Kontaktaufnahme mit unseren älteren Geschwistern im Judentum und mit Pater Roman und mit Bruder Sabri und auch mit dem Prior von Wachendorf, den der Herr Klöser heute vertritt, der leider nicht bei uns sein kann, Taiko Roshi, ja, ist noch mehr dieses Bewusstsein in uns vertieft worden, dass unsere Gründerin uns mit auf den Weg gegeben hat, dass wir wirklich alle eine Familie Gottes sind. Egal wie wir Gott, mit welchen Namen wir Gott anrufen, aber wir sind alles Geschwister und ich denke, das ist in unserer Zeit ganz wichtig, dass wir uns als Geschwister erfahren, dass unter uns Grenzen fallen können. Und so hat ja auch ein Zitat unserer Mutter Marie-Therese, das Motto dieses Tages: Ich träume von dem einen Volk Gottes, von einer Welt, in der nur Frieden herrscht. Das fängt im Herzen von jedem von uns an und wir wissen im Alltag, wie es manchmal geht und wie es bei uns auch unfriedlich sein kann unter uns. Aber deswegen freuen wir uns so sehr, dass das jetzt möglich ist, Vater Roman, dass Sie jetzt aus Ihren persönlichen Erfahrungen weitergegeben haben, ist so berührend und trifft einen so ins Herz. Vielen herzlichen Dank. Der Pater Ammann hat die Folge der Friedensgebete, ich glaube, chronologisch angelegt. Und darum fängt es jetzt an mit unseren älteren Geschwistern. Rabbiner Jedwabne wird uns das erste Friedensgebet schenken aus der jüdischen Gemeinde in Aachen.
Vielen Dank, dass Sie sich sofort bereit erklärt haben, heute zu kommen. Und wir hoffen sehr, dass das ein Schlüssel sein wird, dass wir mal Ihre Synagoge besuchen dürfen. Avinu Sebashamayim, Reina Otanu, Habayim Hayom Kulanu Ka'abuda Achat, Vitchanen Lefanecha, Levakesh Rachamecha, Shetashre Aleinu Ruach Kodshecha, Veten Belibeinu Leovdecha, Ufros Aleinu Sukkat Shlomecha. Veftachtanu Shebo Yavo Hayom, Bo Lo Yisa Goy El Goy Chere, Velo Yasmod Milchama. הן אמת שרק בנו אשמת המלחמה, ריב ומדון הבאים מגובה ליבנו ומיעוט שכלנו. אך הנך בוראינו וידעת את לבבות יסוריך, אנא אשלח עזרתך מקודש ורפא ורקח את לבבינו, ותן בנו כוח לשנות את דרכנו ולשוב אליך בתמימות ובלב שלם, להחל את שכלנו כדי שנבין שתחילת עבודתך היא יצירת שלום בינינו כל יושבי תבל. ולאחר שנהפוך למאוחדים למטה, נהיה ראויים להכרת אחדותך העליונה, ונדע ונעבוד רק אותך לבדיך, ככתוב בדברי קודשך, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אמן. Vater unser im Himmel, siehe uns, die heute als eine vereinte Gemeinschaft vor dir erscheinen, dich anzuflehen und deiner Barmherzigkeit zu erbieten. Möge dein Heiliger Geist über uns kommen und in unseren Herzen wirken, damit wir dir dienen und das von dir gewünschten Frieden errichten. Du hast uns versprochen, dass der Tag kommen wird, an dem keine Nation gegen eine andere das Schwert erhalten wird und kein Krieg mehr stattfinden wird. Wahrlich, es ist nur unsere Schuld, dass Kriege, Streitigkeiten, Konflikte aus unserem begrenzten Verständnis und unserem Mangel an Einigkeit entstehen. Doch du bist der Schöpfer und kennst die Herzen deiner Geschöpfe. Bitte sende uns deine heilende Hilfe. Heile und erweiche unsere Herzen und stärke uns, damit wir unseren Weg ändern und in Reinheit und Aufrichtigkeit zu dir zurückkehren können. Bereite uns vor, damit wir verstehen, dass der Anfang unseres Dienstes zu dir die Schaffung von Frieden zwischen uns, allen Bewohnern der Welt ist. Wenn wir uns hier unten vereinen, werden wir jüdisch sein, deine höchste Einheit anzuerkennen und nur dir allein zu dienen. Wie es in deinen heiligen Worten geschrieben steht, an jedem Tag wird der Herr einer sein und sein Name einer sein. Amen. Die meisten von Ihnen kennen Herr Klöser. Herr Klöser hat eine Physiotherapiepraxis und gehört zum Urgestein der Communio und der Langzeiteinrichtung. Er ist nämlich seit 30 Jahren in unserem Haus auf eine sehr liebevolle Weise für unsere Bewohner tätig. Und nicht nur für unsere Bewohner, sondern auch für die Ordensschwestern, wenn es nötig ist. Und wir sind sehr, sehr froh, dass er den Prior Taiko Roshi aus Wachendorf für die Buddhisten vertritt. Herzlich willkommen. Danke für die freundliche Begrüßung, Schwester Regina. Ja, ich stehe hier für Taiko Roshi, den Abtun Prior der buddhistischen Gemeinde in Schloss Wachendorf, Kakulenji, offene Weite, so heißt die Gemeinde. Und ich trage das Metta-Sutra vor. Das Metta-Sutra, was der Überlieferung nach eine Lehrrede Buddhas war. Willst du Gutes für dich selbst und diese Welt erzeugen, so entwickle Frieden in deinem Herzen.
übe folgende Verhaltensweise. Sei frei von Furcht, mutig, aufrecht und ehrlich, ohne Stolz, genügsam und fleißig. Belaste dich nicht mit übermäßigem Reichtum. Sei achtsam im Umgang mit deinen Sinnen. Sei weise, aber nicht eingebildet. Sei nicht gierig nach Besitz und Macht. Halte dich von Feindschaft frei. Tue nichts, was anderen schaden könnte. Denn alles, was du tust, fällt letztlich wieder auf dich selbst zurück. Denke einfach so. Mögen alle Wesen glücklich sein. Mögen sie froh sein und in Sicherheit leben. Alle Lebewesen, ob schwach oder stark, klein, groß, sichtbar oder unsichtbar, nah oder fern, geboren oder nicht geboren, mögen alle Wesen glücklich sein. Betrüge niemanden und verachte kein Wesen, wie auch immer seine Umstände auch sein mögen. Lass dich nicht durch Wut und Hass dazu verleiten, anderen Schlechtes zu wünschen. So wie eine Mutter selbst unter Einsatz ihres Lebens ihr einziges Kind beschützt, so sollte man mit allen Lebewesen wohlwollend und liebevoll umgehen. Auf diese Weise wird man auch der Natur und allem Dasein mit Achtsamkeit, Respekt und Dankbarkeit begegnen. Dies ist die beste Art, in dieser Welt zu leben. Ich denke, unser lieber Michael Stöhr, unser evangelischer Pastor, zusammen mit Frau Pastorin Salentin, die freundlicherweise die Eröffnung des Friedensgebetes gehalten hat, weil die Herren meinten, nur Männer ist doch ein bisschen zu männerlastig, sollte auch eine Dame dabei sein. Das fand ich sehr schön, als der Pater Ammann das Zoom-Gespräch mit einigen Geistlichen gehalten hat. Ja, unser lieber Michael, wir freuen uns natürlich, dass du und dass Sie, Frau Salentin, vielleicht kommen wir auch nochmal zum Du, hier sind und unsere Geschwister aus der evangelischen Kirche vertreten. Wir sind uns ja näher und näher gekommen und der Startschuss war 2004, als wir gemeinsam die Mechernicher Tafel begonnen haben im Seminarraum auf dem Weg zu unserem Hospiz und so ist die Freundschaft gewachsen und das finde ich sehr, sehr schön. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte und auch die Einladung und mir ist es schon eine besondere Ehre, mit den Vertretern der unterschiedlichen Religionen hier gemeinsam für den Frieden in der Welt und besonders in der Ukraine zu beten. Ich selber meditiere ganz gerne bei der Thematik Frieden drei Gebete. Das erste stammt aus dem englischen Coventry. Und dieses Gebet wurde von Engländern nach der Bombardierung durch Deutsche, durch die Vernichtung der Stadt mehr oder weniger, verfasst. Und dieses Gebet bittet Gott um Vergebung angesichts von Hass, Habsucht und Teilnahmslosigkeit. In diesem Gebet kommt regelmäßig dieses Vater vergib, welches sich ja auch an das Vaterunser anlehnt. Das zweite Friedensgebet, das ich sehr, sehr schätze und mag, führt uns nach Assisi zu Franziskus. Viele kennen vielleicht das Gebet, in dem es heißt, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Lass mich Licht und Hoffnung bringen. Das ist eine Bitte. Frieden kann erbeten werden. Er entsteht zwischen Menschen. Friede entsteht zwischen Völkern, auch Religionen, aber Friede kann nicht einseitig fabriziert werden, ebenso wie auch die Liebe.
Dazu müssen immer zwei Seiten mindestens zusammenkommen. Selbst der Friede ist und bleibt ein Geschenk. Für mich ein Geschenk Gottes. Und mein drittes Friedensgebet, das ist fast ein Kabarettist, das stammt von Hans-Dieter Hüsch. Der stammt aus Mörs am Niederrhein. Ich weiß nicht, ob den Älteren vielleicht dieser Name geläufig ist. Das ist ein sehr griffiges und sehr pragmatisches Gebet und fängt ja mit den schönen Worten an, Frieden fängt beim Frühstück an. Er breitet sich aus, wie von Engelsflügeln getragen, in meinen Augen eine wunderbare Poesie. Diese drei Gebete lege ich nachher hier auch vorne aus, können Sie sich nur einmal anschauen. Nun meine Zeilen für unseren Nachmittag. Lass mich am Morgen mit dem ersten Atemzug an das Geschenk des neuen Tages denken. Lass mich einatmen und die Kraft des Lichtes und der Liebe spüren und ausatmen zum Frieden und der Liebe der Nächsten. Es trage mich dein Geist zum Du, zum Wir, zur Verbundenheit. Es beseele mich deine Liebe zum Mut. Mut zur Vergebung, Mut zum Frieden, Mut zum Dienen. Mit Dank lass mich in deinem Frieden schreiten. Mit kindlicher Freude lass mich auf die Menschen zugehen und mit meinem Bruder Christus die Schöpfung feiern. Friede sei mit euch. Amen. Ja, und wie Pater Ammann immer sagt, der liebe Gott tut nichts als fügen, das glaube ich langsam auch. Als es darum ging, einen Imam zu finden, fiel uns auch ein Physiotherapeut aus der Praxis von Herrn Klöser ein, der Muslim ist. Wir haben natürlich auch verschiedene Muslime hier im Haus unter den Bewohnern und auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber weitere Kontakte hatten wir bisher noch nicht. Und dieser Mitarbeiter, der Muslim ist, kannte dann wieder jemand anders, deren Kontaktdaten er uns gegeben hat. Und sie brachte uns dann in Kontakt mit Bruder Sabri. Und so begrüßen wir Sie heute ganz, ganz herzlich und freuen uns, dass Sie hier sind, Bruder Sabri. So, und ich begrüße Sie mit dem Friedensgruß, den die Muslime sich und anderen entgegenbringen. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Friede sei mit Ihnen und Gottes Barmherzigkeit und Segen. Von Muhammad, dem Gesandten Gottes, dem wir Muslime Frieden und Segen wünschen, sind zahlreiche Handlungen und Weisungen verbreitet, die uns Muslimen als Vorbild dienen sollen. So wird berichtet einmal, dass der Prophet zu seinen Gefährten sagte: Soll ich euch nicht etwas nennen, was besser ist als Fasten, das Gebet und das Almosen? Sie sagten: Doch, Gesandter, sag es uns. Und er sagte: Aussöhnung zwischen den Menschen schaffen, denn Zwietracht stiften radiert die ganze Religion aus. So verpflichtet wir als religiöse Menschen der Aussöhnung zwischen uns und unseren Mitmenschen sind, tun wir uns manchmal schwer. Und auch Religionen können missbraucht werden als Rechtfertigung für Ungerechtigkeit, Krieg und Gewalt. Wie sollen wir Frieden erhalten? Wir müssen zur Quelle gehen.
von ihm zu dessen 99 schönsten Namen auf Assalam, der Friede gehört. Allah zu Gott. Und was fordert er? Im Koran heißt es, gewiss, Gott ändert die Lage eines Volkes nicht, ehe die Menschen nicht selbst das ändern, was in ihrem Herzen ist. Zu ändern, was im Herzen ist, dazu braucht es kritische Selbstbefragung und Meditation, eingehend darauf, die Muslime tun das, oder wir sind gebeten worden, das fünfmal am Tag zu tun. Und in diesen Gebeten kommt immer eine Sure vor, Al-Fatiha, die eröffnende, die ich jetzt beten möchte. Zuerst die deutsche Übersetzung. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn, der Weltenbewohner, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Leite uns den geraden Weg, den Weg denjenigen, dem du Gnade erwiesen hast, nicht derer, denen du zürnst und nicht der Irregehenden. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amen. O Allah, du bist der Friede und der Friede ist von dir. Gesegnet bist du, O Herr, von Erhabenheit und Ehre. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarak ta ya zal jalali wal ikram. Auf ihrem Liedblatt ist auf der letzten Seite der Text von dem Lied Hevenu Shalom Aleichem. Ich denke, dieses Lied ist den meisten gut bekannt. Wir wollen es zuerst auf Hebräisch, dann auf Deutsch und dann noch einmal auf Hebräisch singen. Herr Volkhoff wird uns begleiten. Du hegst Pläne des Friedens und nicht des Leidens.
Du verurteilst die Kriege und bekämpfst den Stolz der Angreifer. Du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, um den Frieden für alle Menschen zu verkünden und sie in einer Familie zu vereinen. Erhöre Gebete deiner Kinder, die bieten der Menschheit. Wende den Krieg ab, die Spirale der Gewalt und des Leidens, Bedrohung für deine Schöpfung im Himmel und auf Erden. Wir bitten dich, sprich zu den Herzen der Verantwortlichen für die Schicksale der Völker. Halte auf die Logik der Rache und Vergeltung und zeige uns mit deinem Geist neue Entscheidungen, gute und großzügige Schritte. Eröffne den Weg des Dialogs und des geduldigen und erfolgreichen Wartens auf das baldige Ende des Krieges. Schenke deinen Frieden unseren Familien, unseren Völkern. Gib unserer Zeit, o Herr, die Tage des Friedens. Боже, отців наших, великий і милосердний, владику миру і життя, отче усіх, ти маєш задуми миру, а не лиха, засуджуєш війни і поборюєш гординю агресорів. Ти послав свого Сина Ісуса проповідувати мир близьким і далеким, об'єднати усі народи в одну родину. Вислухай однодушні молитви твоїх дітей, сумні благання усього людства. Припини війну, спіраль жалоби і насилля, загрозу для усіх створінь на небі, на землі і на морі. Ми просимо тебе, промов до сердець відповідальних за долі народів. Зупини логіку звинувачень і помсти. Підкажи своїм духом нові рішення, щедрі і великодушні кроки. Відкрий шлях діалогу і терпеливого та успішного очікування та наближення якнайшвидшого припинення війни. Даруй твій мир в наші серця, в наші родини, в наш народ. Даруй нам миру, Господи. Last but not least, Pater Wieslaw Kaczor, Salvatorianer aus Steinfeld und Regionalvikar hier in unserer schönen Eifelregion. Pater Wieslaw kennen wir auch schon ganz, ganz lange und seine Mitbrüder, den jetzigen Superior, Pater Paul Zürris, Pater Hermann Preußner und auch die vorigen. Ich denke, ich darf sagen, dass seit vielen Jahren eine gute geschwisterliche Freundschaft zwischen Steinfeld, den Salvatorianern und Communio besteht und sie uns schon oft in Nöten ausgeholfen haben beim Heilige Messe feiern und wir auch immer, wenn es möglich ist, bei ihren Festen zu Gast sein dürfen. Und deswegen freuen wir uns sehr. Wir wissen, dass Pater Wieslaw sehr im Einsatz ist und auch heute Vormittag, genau wie die anderen Geistlichen, schon andere Verpflichtungen hatte und jetzt eigentlich auch noch hätte, aber er hat sich frei gemacht und ist zu uns gekommen. Und das finden wir ganz wunderbar, Pater Wieslaw. Dziękuję bardzo. Dankeschön für die freundliche Begrüßung. Die Worte von Roman haben mich auch sehr berührt, denn ich kenne ein bisschen seine Heimat, weil ich in deiner Stadt schon zweimal kurz vor Corona zum letzten Mal und die Stadt Lemberg, Lviv, würde ich in eine Reihe mit meiner Heimatstadt Krakau stellen, Wien, Prag, voller Kultur. Ganz nette Menschen, alte Kirchen und Menschen, die sehr offen sind, gastfreundlich. Ich habe mich in Lemberg sehr wohl
gefühlt. Frieden ist ein Thema, das uns alle bewegt und betrifft. In einer Welt, die von Kriegen und Konflikten geprägt ist, scheint es oft unmöglich, eine dauerhafte Friedenslösung zu finden. Doch wir dürfen niemals die Hoffnung verlieren, dass Frieden möglich ist. Deshalb sind wir hier und beten zu dir, Gott. Liebender und uns liebender Gott, wir als Bürger und Bürgerinnen Europas leben in Deutschland, genauer gesagt, in der idyllischen Region der Eifel. Hier fühlen wir uns beschützt und umsorgt. Doch auch hier in unserer Region ist Not und Gefahr sichtbar. Menschen flüchten aus Ländern, die von Armut, Krisen und Krieg heimgesucht werden. Wir haben hier Hunderte dieser Flüchtlinge aufgenommen und wissen um ihre Schwierigkeiten, schwierigen Lebensumstände. Auch in unseren Dörfern leben Menschen unterschiedlichen Nationalitäten, insbesondere aus der Ukraine, die uns von ihren schmerzlichen Erlebnissen berichten. Aufgrund dessen beten wir umso inniger zu dir. Wir bitten dich dafür um Verständnis und Dankbarkeit für das, was wir hier in der sicheren Eifel haben. Wie wertvoll es ist, in Frieden und ohne Angst vor Verfolgung leben zu können. Wir setzen uns dafür ein, auch das Leiden und die Not dieser Kriegsflüchtlinge zu mildern. Darüber hinaus bitten wir dich um Weisheit und rationale Entscheidungen seitens unserer politisch engagierten Menschen, damit sie einen positiven Einfluss auf die Machthaber dieser Welt ausüben können. Möge der Heilige Geist ihre Gedanken und Prioritäten so formen und beeinflussen, dass sie auf den Frieden ausgerichtet sind. Wir bitten dich auch um Verständigung und Harmonie zwischen den unterschiedlichen Religionen, die leider oft durch Spaltungen sowie extremistische und streitlustige Gruppen aufgewühlt werden. Mögen unsere Glaubensrichtungen dazu beitragen, den Frieden zu fördern, die Menschlichkeit zu achten und das Wohl aller Individuen im Blick zu haben. Denn das ist der Wille Gottes, ein glückliches und friedlich entwickeltes menschliches Leben. Herr, mach uns zum Werkzeug deines Friedens. Amen. Aus Uganda das Segensgebet sprechen. Vater Patrick ist 5 Jahre Priester geweiht. Wir haben ein gutes Verhältnis zu seinem Bischof in Uganda und sind ganz dankbar und glücklich, dass er vor nicht ganz 2 Jahren, aber im Oktober sind es 2 Jahre, Vater Patrick für 5 Jahre für die Communio freigestellt hat. Pfarrer Patrick hat fleißig 1 Jahr lang Deutsch gebüffelt und ist jetzt aber in der Lage,
auch in die Einrichtungen zu gehen und sich den Bewohnern zuzuwenden. Und das ist sehr, sehr schön und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und wenn auch im Moment in Uganda es jetzt keinen Krieg gibt, aber Sie wissen alle sicherlich, dass es in Uganda auch schon ganz schlimme Zeiten gab mit Krieg und ja, Abschlachterei, kann man fast wirklich sagen, der Menschen, sodass die Menschen in Uganda auch wissen, was Leid und Elend und Krieg bedeuten. Vater Patrick, wir sind froh, dass du da bist und danken dir, dass du uns jetzt das Segensgebet sprichst. Dankeschön. Wir können alle stehen, wenn wir wollen. Sei deinem Volk, besonders in der Ukraine und Russland, gnädig, Gott, unser Vater. Befreie es von allem Bösen. Hilf uns allen, dir aufrichtig zu dienen. Und mache es stark unter deinem Schutz. Darum bieten wir dich, Gott, unseren gemeinsamen Vater und Bringer des Friedens. Amen. Amen. Wird Herr Volkhoff uns noch ein Stück spielen. Das ist Ave Maria von Giulio Caccini. Wunderbar. Wer Gitarre spielt, der betet dreifach.
unser guter Michael, der leider mit seinem Rücken heute ausgefallen ist, hatte die tolle Idee, ein paar Tassen machen zu lassen mit dem Motto des Tages. Und die möchten wir Ihnen sehr gerne überreichen. Wenn Sie eine nehmen, dann gehe ich weiter zu den anderen. Kaffee, Tee, Milch. So, jetzt brauche ich noch die Frau Pastorin und den Herrn Bürgermeister. Brauchst du jetzt nicht mehr zu filmen? Ich wollte nur noch mal herzlich.